Der Bundestagswahlkampf ist in diesem Jahr besonders aggressiv verlaufen. Zahlreiche Politiker wurden Opfer gewaltsamer Übergriffe und Anfeindungen, unter anderem durch das Querdenker-Milieu. Das ergab eine Abfrage von Welt am Sonntag bei den 16 Landeskriminalämtern. Diese registrierten bislang mehr als 4.200 Delikte im Zusammenhang mit dem Wahlkampf. 2017 waren es bis eine Woche vor der Wahl wesentlich weniger Taten, nämlich rund 3.660.